Ja, liebe Leute, ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter mit der nächsten Route. So, ich habe ja mein nächstes Teammitglied gefangen. Bewegen. Dann geht das jetzt so. Und ich setze mein neu erworbenes letztes Teammitglied vorne rein. Nämlich mein gutes Nidoran. Oh, ich hab, glaube ich, mein Dings nicht da, ne? Oh, das Pokémon dabei. Jemand wie du ist leichte Beute für mich. Das behauptest du, aber auch nur. Aber trotzdem doof. Kommst mit Evoli. Das heißt, oh, ich habe ja nur ein Pokémon, ja. Stimmt, ich habe meinen Partner nicht mehr dabei. Mann, nein! Super. Pokémon. So, mal kurz den Wechsel ziehen. Dann muss ich tatsächlich wieder auf ein anderes Pokémon vorne dran gehen. Und Doppelklick drauf. Und tschüss, Evoli. Auf Wiedersehen. Wieder zu lang, ich relativ schnell. Pokémon wechseln, dann geht's jetzt weiter mit Miguel. So. So, und Flammenwurf. Oh, das überlebt die Attacke. Das überlebt die Attacke sogar. Die Stachel. Level 7. Level 23 Rocks. Sehr schön. Gerados. Ich das jetzt anders machen. Bewegen. So, dann tun wir das so machen. Ah, einen Supertrank. Wäre der nächste Trainer, glaube ich, ein Onix meines Wissens. Das heißt, gefundenes Fressen für Bisasam. Rankenhieb. Auf dein Köpfchen, Onix. Du wirst mir einen Stein auf mich. Oha. Oha. Dann machen wir das so. Und Level 25 für unser Bisasam. Noch 7 Level, liebe Leute. An den Dings komme ich da oben nicht ran gerade. Warte mal. Dann machen wir das trotzdem so. Dann arbeiten wir es so durch. Ich werde zu den Fels. Werde den Fels zu Null nehmen, um nach Lavandia zu gelangen. Okay. Wir haben noch so viel zu tun, Alter. Die ganzen Routen noch abzuarbeiten, Step by Step. Und, ne? Wir haben also noch ein bisschen was vor.
von diesem Let's Play. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Zack. Oh, der setzt Schaufler ein. Gut, dann kriegst du jetzt den letzten Rang neben drauf. Zack! Down! Tschüss, Sandmann. Naja, kannst du lernen. Bist du dafür Energiefokus mal raus? Sechsmal so, da hat eine Pikachu kann ja nämlich auch. Ja gut, im Zweifel. So. Gut. Ah, Doppelkick drauf. Jetzt zieh die auch vom Level ein bisschen an. Das ist gut. Das ist ein bisschen mehr Herausforderung. Und das Radikal. So. Dann nehmen wir das Ding hier mit. Ein Supertrank. Oh, die 5 Burgquelle nehme ich mit. Und dann möchte dieser kleine Knirps hier kämpfen. Hey, wer bist du? Ja, du, der da alles so ziellos mit vielversprechenden Pokémon rumspaziert. Na? So. So, dieser Samen. Aber dieser Knosp, mein Freund. Jetzt mein. Oh, es wird Zeit, dass ihr irgendwann mal auch die Dings lernt. Rasierblatt lernt. Das hat mal ganz schnell gefruchtet. Jetzt kommt er mit Ibitak. Der Weiterentwicklung von Habitak. Aber Pikachu sollte damit nicht das große Problem kriegen. Nö. Nicht wirklich. Oh, tschüss. Wir haben 11 Nidoran. Oh, kein schwieriges Team, was er hatte. Das hätte man auch durchaus anders ausgehen können. So, Team. Nee, Team war's nicht. Beutel. Ich brauche nämlich super Tränke. So. Ich habe ja Trick ohne Ende noch. So kann ich hier rausballern. Halte ich mal mein Team kurz komplett. So, okay.
Alter. Warte mal, ich Level lassen du. Ich habe jetzt Level 11 oder was? Nur 9? 19, ja komm. Dann machen wir das anders. Dann setzen wir das. Oh, ein einfacher fabelhafter Wurf sogar. Dann tausche ich nämlich aus. So. Der Name bleibt aber derselbe. Ist irgendwas. Doch ein weiteres Pokémon. Lass jetzt ein Para sein. Paras ist ein Pokémon, was unbedingt nicht unbedingt für unser Team. Für unser Pokémon. Geeignet ist, aber dann werde ich mal umbauen. Ich setze mal auf ein Flug-Pokémon. Ob ich jetzt ihn einsetze oder Fukano, ist letztendlich Jacke wie Hose. Meinst du, du tust mir irgendwie groß weh? Dann tschüss. So, Paras hat nicht den Hauch einer Chance. Super. Das war mir so klar, dass diese scheiß Radfratz noch dazukommt. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Hopp. Ich wollte nämlich das Pokémon fangen. Das hat die Folge nicht geklappt. Weil ich die Fangserie mit 3 haben möchte von diesem Pokémon. Viertes noch. Besser. Oh Gott. So. Das ist auch drin. Das auch soweit. Wir haben jetzt die ganze Weile im Koop gearbeitet, aber jetzt machen wir auch wieder normal weiter, jetzt ohne Koop. So, wir gehen jetzt hier hoch. Da ist ein Kämpfer. Ho, 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 ein aufgeweckter Borscher. Wollen wir ein Kämpfchen wagen? Ja klar, natürlich, gerne. Dafür bin ich eigentlich da.
So. Ja, jetzt setzt Minky ein. Minky kann Karate schlagen. Das war mir schon irgendwie klar. Aber da kannst du kriegst auch schon hin, mein Freund. Jawohl. So. Dann haben wir das auch. Haben wir den Trainer? Dann haben wir jetzt den Trainer hier noch. Lass es beide alles geben, okay? Klar. Goldini. So, dann einmal noch den Rankenhieb. So, da ich einen blöden Patsch. So, dann haben wir das auch gefangen. Boga. Ein Tauboga sollte eigentlich nicht so das riesige Problem für Pikachu sein. Einmal Donnerblitz. Bye bye. Tauboga fährt sich noch mit dem Ruckzuck-Hieb. Aber jetzt nicht mehr. Und unser erstes Level 30er ist Pikachu. Donner schon jetzt. What? Ach komm, jetzt weiche ich ihm jetzt kopflos raus. Weil das davon habe ich genug Pokémon, die es können. Und Pikachu lernt Donner. Alle. Das war, glaube ich, auch fast alle haben an Trainern. Sehr gute Rudolf. Mit einem kleinen Schatten. Wenn du mal ein Pokémon hast, dann müsste das eigentlich nicht kein Problem sein. Erstes down. Nächste ist wieder ein Kleinschein. Das sollte auch nicht das Problem sein. Also wir haben gerade 26 erreicht, also heißt noch 6 Level dann am Anfang dieser Floor. Gucken wir es tatsächlich schon in der nächsten Höhle bekommen. Das sollte das eigentlich für uns gefundenes Fressen werden. So, drei Kleinsteine. Tun wir in dieser Floor. Beziehungsweise bringen wir in dieser Floor natürlich nicht in. Bedrängnis. Ich habe auch schon besiegt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, die hätten wir auch nicht besiegt. Den haben wir auf jeden Fall besiegt. Der hatte nämlich das Minky. Dann müssten wir eigentlich durch sein. So. Nein, ich würde das jetzt nicht entziehen. Ich möchte meine eigene Entwicklung haben. Oh.
Ja, dann nehmen wir das so. Oh ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Los? Ah, warum? Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich muss mich jetzt nicht. Kommst mal wieder in die Nähe. Ja, genau. Du ergreifst sie vor. Ist mir auch ganz egal. Dann mache ich das mit dem Radikal hier ein bisschen einfacher. So, bleibst du jetzt mal hoffentlich drin. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Pokébälle verballert. Fast 20. Und gefangen habe ich nichts. Oh Mann, bleib doch drin. Jetzt. Weil ich jetzt eh die Weiterentwicklung hätte. Oder habe. So, während er sich jetzt entwickelt, mache ich kurz, hänge ich mal kurz mein Handy ans Ladekabel. So. Nidorino ist neu angelegt. Brauchen wir es also nicht fangen. Wunderbar. Oh, ein Krabi. Das habe ich noch nicht. Das Krabi habe ich noch nicht. Das ist ein neues Pokémon. Also, ne, Kingler ist es nicht. Das Krabi, ja. Ja, Kingler ist kleiner. Oh, nee, ne. Jawohl. Krabi könnte tatsächlich drin bleiben. Hoffe ich zumindest. Jawohl, ich dachte mit dem, ja, mit dem zweiten Ball, aber mit dem ersten, der Aufwärts getroffen hat. Den ersten habe ich ein bisschen weggeworfen. So, jetzt kann ich fangen, was ich will. Jetzt muss ich nicht immer wieder tauschen. So. Oh, Nidorina. Das habe ich noch nicht. Komm, jetzt mit dem ersten Ball. Natürlich nicht. Das kann ich auch einen Superball benutzen. Hey, was? Das ist klar. War doch drin. Jetzt. Also beziehungsweise war doch dran. Nidorina ist
gefangen, liebe Leute. Gerados ist Level 24 mittlerweile. Wir haben einen neuen Eintritt bekommen. Nämlich Nidorina. Super Trank hinterher. Wunderbar. Dann merke ich mir das Nidorino, was hier doch rumläuft, fangen. Funktioniert doch. Level 25 für... Oh, es geht beide Batterien langsam aus. Jetzt muss ich glaube, dass ich noch eine Folge kann machen. Gut, dann haben wir das auch soweit. Und haben wir jetzt alle... Ah, super, war klar. Ich fasse es nicht. Das ist doch dieser kleine Bengel, der anscheinend dazwischen funkt. Yeah. Drei Stück, mein Freund. Was? Noch mehr? Vier? Ah, guck mal hin. Wie dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn es so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Das bedeutet, dass er jetzt eine ordentliche Abräumung bevorsteht. Nicht so schnell. Lapras. Wer zur Hölle ist das? Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen. Das ist unverzeihlich. Also keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, mache ich dich auffällig. Ich übernehme die drei hier drüben. Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Klar. Ja. Die Antwort gefällt mir. Packen wir es an. Diese Melodie, die gerade im Hintergrund lief, die kommt uns sehr bekannt vor. Ist es etwa... Naja, abwarten. Wir dürfen uns erstmal mit dem Rüpel schlagen, der sich ein Radikal. Ist ein Radikal jetzt und. So, einmal Schlagbruder bitte. Der kommt mit Knirscher. Ja, nimm das. Egelsamen. Direkt hinterher. So. Jetzt kann der Rakete hinterher. So. Oh, ist aufgewartet. Jetzt Knirsche ein. Dafür gibt es einen auf die Nuss, Kollege. So. Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich? Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Hunde. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwandeln, so wie euren Pokémon. Du gehörst zu den Top 4? Oh, in dem Fall, Rückzug! In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe. Du sollst also die verschiedenen Arena orden. Ja, ja. Ich freue mich schon auf den Tag, in dem du dich in der Pokémon-Liga stellst. Oh, da freue ich mich auch noch. Wir sehen uns wieder. Ja, Lorelei ist die junge Dame, die war die erste, das erste Mitglied der Top 4, mit der wir uns dann irgendwann in der Pokémon-Liga duellieren dürfen. So, das Team steht.
So. Den einen Trainer da unten noch. Oh, da ist noch ein Trainercoach. Das heißt, wir haben noch zwei Trainer. Und dann machen wir Feierabend für heute. Du fängst mit dem Evoli an. Rakini! Evoli! Sandwirbel. Ja, okay. Tschüss, Evoli. Konfusion, okay. Tschüss, Anton. Den Trainer kurz oben mich noch mit. Moment. Das Item haben wir hier auch natürlich. Diesen Trainercoach oben noch. Der Feldzone ist ein hartes Pflaster. Du sollst ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist. Soll ich dir mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Oh ja, bitteschön. Da zeigt der jungen Generation mal, wie viel man sich richtig ins Zeug legt. So. Kaputzi, sitzt du also ein, ne? Oh, kleines Quapuzzi. Durchbruch. Dann kriege ich dafür die TM jetzt gleich. Dann lass wahrscheinlich danach nur ein Rasaf. Ohne als Vermutung. So, dann nochmal den Egelsamen hinterher. Damit das auch richtig schön eck fies wird. So. Guck mal, du triffst mit deinem Schlafversuch nicht. Und ich baller dir quasi den zweiten rein. So, noch ein Rang hier wieder. Quapuzzi bleibt schlafen, das ist gut. Und tschüss. Und Level 27 für dieser Knosp. 21 für Lidorino. Was sagte ich? Ein Rasaf. So, dann spielen wir das Spielchen mit Golbat mal weiter. War schon gut, Level mittlerweile. Und bye bye für Rasaf. Also nicht Vulcano. Ich
glaube, ich habe mehr von dir gelernt, als du von mir. Hier nimm deine Belohnung. Titem 13, Durchbruch. Bei der neuen Generation ist Thema 31 übrigens. Und haben den netten Effekt, dass sie noch Reflektor und so zerstören. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem Felstunnel. Würde ich mal so spontan sagen. Und da hoffe ich, dass wir dann auf jeden Fall uns wieder sehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann, wie gesagt, machen wir uns weiter auf in den dunklen und vor allen Dingen langen Felstunnel. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Bis dahin und tschüss.